Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Ja, wir sind hier gerade im Außenposten Saroshi und geben ein paar Quests ab. Man hat mir erzählt, dass jemand Garbotjas Lager dem Erdboden gleichgemacht hat. Ich habe wohl das richtige Gespür für fähige Leute. Ich gehe davon aus, dass ihr... Wow! Igitt! Wenn ich gewusst hätte, dass sein Kopf so stinken würde, hätte ich euch eine Gefriereinheit mitgegeben. Danke, ihr könnt das wieder einpacken. Ich habe meinen Teil erledigt, ihr seid dran. Ich will meine Bezahlung. Sofort. Schon in Ordnung. Ich habe das nicht vergessen. So widerlich das auch ist, unsere Lage hat sich dadurch verbessert. Nun ja, abgesehen von dem Gestank. Seht ihr einen Müllschacht? So, ist egal, was wir hier nehmen, das verkaufen wir. Leider bringen uns die Questbelohnung nicht mehr allzu viel. So, wir haben eine neue Anmeldebelohnung. Schauen wir mal. Entdeckung, Diplomatie, Ermittlung können wir beanspruchen. Schauen wir mal direkt. Wird eine beliebige Kombination aus Missionsentdeckung, Diplomatie und oder Missionsentdeckung, Ermittlung verschiedener Grade. Das können wir auf jeden Fall hier unten mal lagern. Das ist für das Vermächtnis vielleicht gar nicht verkehrt. Kann man einen Charakter mit dem jeweiligen Beruf auswählen und dann verwenden. Ihr seid zurück. Ich wäre schon beinahe vom Gestank hier ohnmächtig geworden, als ich von eurem erfolgreichen Massaker hörte. Perfektion war stets der Weg der Sith. Die Überlebenden sind schwach und verstreut. Wenn wir den Brunnen besetzen, wird dem Imperium nichts mehr im Wege stehen. Und ich werde endlich an einen Ort versetzt, der eines Offiziers wie mir würdig ist. Ihr habt mich gerettet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Selbstsüchtige Memme. Ich hätte wissen müssen, dass ihr meinen Sieg für euch ausnutzen würdet. Dieser Nutzen kommt völlig unerwartet. Glaubt mir, ich würde mein persönliches Wohl nie vor das des Imperiums stellen. Jetzt muss ich wirklich packen. Ich werde an euch denken, wenn ich an meinem korleanischen Brandwein nippe. Okay. So, Leute. Lass uns mal schauen, wo wir jetzt am besten als nächstes hingehen. Cherkas Fund können wir auf jeden Fall nochmal abgeben. Dann nutzen wir nochmal die Schnellreise in den Bunker. Ja, jetzt steht er wieder hier oben auf der Plattform. Oh, ihr seid zurück? So schnell hatte ich euch nicht erwartet. Eure Macht ist beeindruckend, sogar unter den Sith. Ihr wollt sicher ruhen, aber sagt mir doch, habt ihr die Artefakte gefunden? Öffnet das Ding niemals. Ich habe nur dieses Gerät gefunden. Sperrt es weg, berührt es nicht. Denkt nicht einmal darüber nach. Ich weiß eure Vorsicht zu schätzen, aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich gebe den Rat an das Forschungsbüro weiter. Wie dem auch sei, tolle Arbeit. Ihr habt das Blatt dieser Expedition gewendet. Nach den ganzen Rückschlägen hätte ich nie gedacht, ich würde je einen Missionsbericht einreichen, geschweige denn einen Sieg verkünden. Tja, all das dank mir. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, würdet ihr immer noch nach Cherkas Droiden suchen. Und vielleicht hätten wir die Jawas nicht gefunden und das erste Artefakt nicht aktiviert. Schwer zu sagen. Da Darth Silta tot ist, übernehme ich. Wenn ihr je unsere Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ihr könntet mir nützlich sein. Ihr seid gar nicht mal so ungeschickt, Captain. Ich denke an euer Angebot. Ihr seid zu gütig. Sichere Reise da draußen. Und seid vorsichtig. Diese Galaxis birgt jede Menge alter Geheimnisse. Wenn man sie gesehen hat, neigen sie dazu, den Blick zu erwidern. Ja, vielen Dank dafür.
Wir bekommen wieder ein paar Ausrüstungsgegenstände. Können wir mal kurz gucken, ob da was Interessantes für uns. Nee, eher nicht. Der Wert hat schon einen viel geringeren als unsere Ausrüstung. So wie vorhin auch schon bei der Questbelohnung. Da können wir leider nicht mehr so von profitieren. So, eine Hauptmission haben wir noch, Guru in den Dünen. Da müssen wir, glaube ich, erstmal hinfliegen. Ich würde jetzt ganz gerne hier durch diesen PvP-Bereich einmal durch, dass wir in den nördlichen Teil der Karte kommen und hier schon mal anfangen, die Karte aufzudecken. Weil dort ganz oben werden wir später nicht hinkommen mit unseren Missionen. Also das wird alles hier so in diesem Bereich abspielen. Und hier oben werden wir gar nicht hinkommen. Das ist so eher die republikanische Seite. Ja, da questen meistens die Republikaner. Deswegen machen wir das jetzt einmal so, dass wir einfach hinlaufen und die Gegend entdecken. Ja, wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber machen wir der Vollständigkeit halber. Ja, erzählt mal, seid ihr denn auch so, wenn ihr solche MMOs spielt, gerade wo man so Karten entdecken kann, dass ihr auch immer alles aufdeckt, oder ist euch das jetzt nicht egal und ihr lasst das einfach links liegen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was für Spielertypen ihr so seid. Es sind natürlich immer sehr große Mammutprojekte, gerade wenn man hier so einen Kodex hat oder auch Erfolge. Dann ist es immer die Frage, wo setzt man am Ende des Tages den Strich und was macht man alles und was lässt man halt wirklich links liegen. So eine Karte zu entdecken, finde ich, gehört noch zu den geringeren Übeln. Wenn es darum geht, jetzt hier 1000 Gegner von ein und derselben Sorte zum Beispiel niederzustrecken, dann finde ich das schon sehr ja, anstrengend. Also da wäre ich dann schon raus, das würde ich dann nicht mehr machen. Einfach weil es für mich zu lange dauert und zu eintönig ist. Aber das haben sie auch ganz gut gelöst hier bei Star Wars The Old Republic. Wir haben Erfolge, die sowas teilweise fordern. Zum Beispiel diese kleinen Wurmratten, die es hier gibt. Angenommen, es gibt den Plan, 1000 zu töten. Dann wird das aber mit jedem Charakter gezählt. Und sollten wir jetzt hier mit Netarius fertig sein auf Tatooine und haben meinetwegen 150 von diesen Wurmratten getötet, dann zählt das. Und mit dem nächsten Charakter, den wir dann vielleicht mal hochleveln, haben wir wieder 150, dann haben wir insgesamt schon 300 und so nähert man sich dann diesem Erfolg nach und nach. Das finde ich eine gute Lösung, auf jeden Fall, bevor man das alles mit einem und demselben Charakter machen muss. Ja, ist auf jeden Fall ganz gut gelöst so. So, wir müssen mal schauen. Da unten ist auf jeden Fall eine republikanische Basis. Das meine ich noch zu wissen. So, den Teil wollte ich entdecken. Und müssen wir mal gucken, wie weit wir dann an diese Basis rankommen. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man diesen Teil der Karte entdecken möchte, weil da diese Wachen halt immer stehen und die schon ziemlich stark sind. Aber ich glaube, hier von dieser Seite, wenn wir hier kommen, genau, Außenposten Salara, da haben wir schon entdeckt. Das reicht uns schon. So, da stehen sie nämlich schon. Und wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Dran vorbei. Und weiter nach Norden. So, da müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Miliz Scout. Und hier stehen auch die Imperialen schon. Und hier seht ihr aber auch schon die kleinen Gruppen. Ist wie gemacht für die Republikaner, dass sie hier die Imperialen angreifen können. So, Minenkomplex der Zwillingssonden. Ne, der Zwillingssonnen. Entschuldigt. Ja, hier kommen wir nicht mehr weiter. Ich glaube, wir müssen sogar an diesem Außenposten vorbei. Denn hier ist einfach nur noch Gebirge. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, ja, schießt ihr mal. Müssen wir mal schauen, ob wir an diesem Außenposten irgendwie dran vorbeikommen. So, da unten stehen schon wieder Wachen, da kommen wir schon mal nicht lang.
könnten den Weg hier unten lang nehmen. Hier haben wir wieder diese Wurmratten, die ich gerade meinte. Oh, und hier wird es auf einem Kampf hinauslaufen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Die ziehen nämlich immer ganz schön viel Gesundheit ab, wie ihr seht. So, mal bei Quinn. Jetzt stellen wir mal auf passiv. Ich gebe euch Deckung. Der soll ruhig mitkommen. Damit wir die auch schnell wieder abhängen. So, und geschafft haben wir es. Gut, dann können wir hier weitermachen mit der Erkundung. Gehen wir mal hier unten direkt weiter, bevor wir nach Norden gehen. Zwillingssonnengebiet, wieder ein Heldenbereich hier. So, ich glaube, damit hätten wir diesen Bereich hier schon mal entdeckt. Hier haben wir nochmal ein paar Kristalle. Die können wir mitnehmen. So, da geht es tief runter. Das wollen wir nicht. Ich glaube, da sterben wir. Da müssen wir hier einmal außen rum. Auch wieder ein paar Sandleute. So, mal sehen, wie weit wir hier den Bereich jetzt gleich entdecken. Sollte, glaube ich, ausreichen, dass wir nach Norden weitergehen können. Ja. Das war schon. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter nach rechts und dann vielleicht gen Norden. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend hier. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon begründet. Das dauert halt leider auch ein bisschen, weil schneller können wir nicht sein. Wir haben schon Mount, aber ja. Was will man machen? Kannst du machen? Nix. So, nördliche Wüste ist entdeckt. Und jetzt gibt es hier noch die kleinen Puzzlesteine, die wir natürlich noch zusammensetzen müssen, damit wir alles entdeckt haben. Hier gibt es wieder ein Lager des republikanischen Gebiets. So, den Dreviat-Außenposten, den haben wir entdeckt, ohne uns hier in einen Kampf verwickeln zu lassen. Ja, wie gesagt, hier oben ist eher republikanisches Gebiet, deswegen ist das eigentlich gar nicht unsere Ecke. Ja, auch sehr weitläufig, wie man sieht. Hier hinten sind diese Sandläufer von den Javas, diesen Schrotthändlern. Damit reisen die dann durch die Wüste. Ja, in der Gilde wurde auch gerade schon besprochen, dass die das Gefühl haben, dass man hier ein bisschen langsamer levelt, also dass die Erfahrung ein bisschen weniger ist. Hatte ich auch ein bisschen das Gefühl jetzt seit dem Update. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil, ja, ihr seht es ja schon, wir sind Stufe 70, obwohl wir gerade erst auf dem Planeten sind, so bis Stufe 30 ungefähr. Ja, also das war vorher einfach viel zu schnell mit dem Leveln. Das sollte schon ein bisschen gestreckter sein. So, hier haben wir soweit auch alles entdeckt. Ich glaube, die kleinen Punkte sind nichts hier. Das heißt, hier hinten ist nochmal ein Spot. Da können wir nochmal ein paar Kristalle sammeln. 160. Ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet für den nächsten Planeten. 224 sind wir jetzt. Bei dem Thema Archäologie. Und ja, wie gesagt, hier hinten den Bereich müssen wir noch aufdecken. Hier noch. Und ich glaube, hier unten kommen wir überall dann mit dem Queststrang hin. Das sollten wir dann so erledigen.
So, lass uns doch mal im Inventar gucken. Da haben wir jetzt nur die Sachen, die wir noch verkaufen können. Ja. Hier holen wir uns nochmal eine Kiste. Ja, den Hacking-Beruf müssten wir halt eigentlich auch noch ein bisschen voranbringen, aber 202 ist in Ordnung. Den können wir auch noch mit unseren Gefährten eigentlich nach oben bringen, aber das kostet uns natürlich wieder Geld. Und Hacking ist halt so ein typischer Beruf, der eigentlich nur dafür da ist, dass er uns ein bisschen Geld einbringt, zusätzlich. Also, ihr seht das ja schon, wir finden diese Credit-Kästen und wenn wir die öffnen, dann ist da einfach nur ein bisschen, ja, Credit-Kram drin. Wenn wir den Beruf hochskillen und dafür auch noch bezahlen, dann hat das halt nicht so wirklich seinen Nutzen. Das Konori-Lager haben wir auch entdeckt. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen aufpassen, weil das auch zur Republik gehört. Da hinten waren schon die Wachen gerade wieder. Seht sie. Und mehr wollte ich aber auch gar nicht. Ich wollte nur den Bereich entdecken und jetzt gehen wir hier unten nochmal lang. Dann haben wir das soweit. Ich glaube, der Außenposten Lagona müsste schon wieder einer von uns sein. Kann auch noch zur Republik gehören. Ich glaube, hier unten ist vielleicht dann unser. Müssen wir mal schauen gleich, wenn wir soweit sind. Ja, sehr weitläufig hier alles, ne? Die Mannister-Basis. So, so. So, die haben wir auch entdeckt und wie ihr seht, gibt auch immer noch Erfahrung. Eroberungspunkte, Vermächtniserfahrung. Ja, wie gesagt, da sind wir bald Stufe 50. Ich glaube, das ist das Endlevel. Werden wir dann nochmal sehen, wenn es soweit ist. Könnte auch sein, dass es dann noch ein bisschen höher geht. Aber für die meisten Sachen braucht man nachher nur Vermächtnis Stufe 50. Ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie höher ist. Schaltet HK51 als Gefährten für einen imperialen Charakter frei. Ja, lass uns das mal ruhig kaufen. Wir haben ja genug. Weiß ich, ist er jetzt schon freigeschaltet? Noch nicht. Vielleicht müssen wir dafür noch irgendwas erledigen. So, hier ist auch wieder ein republikanischer Außenposten. Sollten wir uns auch ein bisschen fernhalten. Können wir dran vorbei. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier oben jetzt noch was entdecken. Okay, wohl eher nicht. Ja, da geht's tief hinab. Da wollen wir auch nicht lang. Dann lass uns hier mal den Weg folgen. So, da über den Felsen können wir dann in den nächsten Bereich. Gerade Frosch im Hals. So, da geht's noch lang eigentlich. Okay, die Wunderschlucht hat er zumindest entdeckt gerade. Da müssen wir mal gucken. Gehen wir mal zuerst hier lang, das kleine Stück. Dann sollten wir auch schon wieder was entdecken.
Und dann gehen wir wieder weiter nach rechts. Und dann gehen wir mal zu dem Außenposten hier. Da sollen wir nämlich auch noch hin. Beziehungsweise mit dem Gleiter irgendwo hinfliegen. Vielleicht in die Basis Mos Eila zurück. So, das haben wir entdeckt. Jetzt geht es nochmal in die andere Richtung. Und da seht ihr auch schon die meisten Quests. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Huch. So, kommen wir noch rüber. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Seht ihr, da haben wir schon fast alles entdeckt. Hier unten fehlt jetzt der Bereich noch. Da kommen wir dann mit Hilfe der Quest noch hin, die wir so mit der Zeit kriegen. Und ich würde dann hier in dem Außenposten schon mal einige Quests wieder ansammeln. Da haben wir ja gerade schon gesehen, dass es da so zwei gab. Vielleicht ja sogar noch eine dritte. Müssen wir mal schauen. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was die Quests hier so hergeben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und einschaltet. Also die Erkundung haben wir jetzt soweit abgeschlossen. Es fehlen nur noch so ein, zwei Bereiche. Dann haben wir die Karte, glaube ich, komplett entdeckt. Und ja, wird dann auch wieder spannender. Ja, also Leute, bis zur nächsten Folge.